Ja, grüßt euch meine Allerbesten und willkommen zurück hier zu Stranded Alien Dawn mit dem neuesten DLC. Es ist gerade wieder ein Suchtrupp gelandet. Ich habe es gerade gehört und gedacht, jetzt muss ich die Aufnahme doch noch starten. Es sind diesmal 5 Roboter hier angekommen. 3 Fernkämpfer, 2 Nahkämpfer. Das ist natürlich jetzt doof. Das bedeutet, du bist schon mal ausgerüstet, du hast was ausgerüstet, du müsstest noch den Speer da ausrüsten. Jetzt kommt auch noch eine Hitzewelle, ganz toll. So, wir haben jetzt in der Produktion noch eine Ölpresse dazu bekommen. So, da reicht aber jetzt tatsächlich nur eine. Bau die mal. Dankeschön. Weil Ölpressen muss man nämlich immer, manuell bedienen. So, die schluckt jetzt ein bisschen Benzin. Achso, was ganz wichtig wäre, wäre das da, ne? So, alle sind am Essen. Ich lasse die jetzt mal normal weiterlaufen. Nein, jetzt nicht mehr. So. Krieg. Alle dahin. Och, Hope. Lass mal da stehen, komm mal hier rüber. Die Leute müssen dich nämlich jetzt beschützen. Da kommen die anderen angerannt. So, Ken. Komm mal hier vor. Du kannst hier hinter und du kommst dahin. Wir kommen natürlich jetzt nachts, ne? Da hinten ist... Was passiert hier? Der Mond sieht aber toll aus, oder? Ah, es wird geschossen. Viel zu dunkel, ich glaube, es hackt. Boom, Headshot. Nee, schießt ruhig auf den da hinten. Der ist gefährlicher. Zack. Wir sind fertig. Wir können jetzt alles wieder so machen. So, die dürfen geplündert werden, alle 5. So. Und Rita muss geheilt werden. Wenn wir noch schnell... Heilung 3 kennen. Ah ne, Emmeline kümmert sich drum. Ne, Emmeline sollte sich nicht drum kümmern. So. Emmeline sollte sich nicht drum kümmern, weil die nur Heilung 1 hat im Moment. Und wir haben eine Laserlanze wurde gefunden. Ja, Hope hat es gefunden. Aber die soll mal nicht plündern, die soll hier... forschen. Oh, falsche Behandlung. Das sehe ich ja immer gern, ne? Sie hat Pfeilwunde. Obwohl sie noch richtig gut leichte Infektion hat. So, naja, gut, okay. Aber wir sollten bald fähig sein, Antibiotika herzustellen. Sobald die erste Runde hier. Ach, wie heißt das noch schnell? Ich hab's vergessen. Korn fertig ist. So, jetzt hab ich's. So. Das ist auf jeden Fall mal geheilt. Also verblutet auf jeden Fall mal nicht. Halt, stopp. Du bleibst hier bei der Forschung. Wenn überhaupt jemand das macht, dann nur und allein Ken. So, aber wir brauchen jetzt wirklich, wir bräuchten... Ich sehe gerade, ich kann gar kein Haus bauen. Moment. Lager? Nein. Nein. Nein.
Nein, 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 nein. Das habe ich noch gar nicht erforscht. Tja, gucken wir mal in den Forschungsbaum. Baugrundlagen. Machen wir das hier alles weg. Baugrundlagen. Ja. Das könnte wichtig werden. Okay, sie baut irgendwas ab. Wir haben nur noch zwei Mahlzeiten. Okay, Emmeline ist am Kochen, das ist gut. Ken ist am Plündern, das ist noch besser. Wenn der plündert, kommt da nämlich mehr raus. Neue Ressource KI-Kern. Ein ausgeklügeltes KI-System mit automatischen Maschinen gesteuert werden können. Ah, da kann man nämlich unsere Roboter dann vielleicht raus. Und was ist das? Galaxiemünzen? Währung am bekannten Universum. Diese Münze mehr als 300 Varianten im Umlauf. Goldplatten. Okay, wir haben Münzen gefunden. Das ist auch neu. So, 16 Stück sind verrottet. Dafür ist jetzt hier das Fleisch fertig und ist jetzt zu getrocknetes Fleisch. Unter Dach hält es jetzt ein Jahr. Gefroren unbegrenzt, aber ein Jahr würde es jetzt halten. Außer ich verarbeite es jetzt zu irgendwas. Was liegt da eigentlich rum? Und ein Speer, der nur zur Hälfte gebaut ist, aber okay. So, wir haben Münzen. Wir haben neue Waffen, also zwei Bögen und ein Laser linksbums. Neue Ressource, Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Emmeline ist am Kochen, Dingsbums. Das passt alles. Was? Ken ist eng. Was? Also, was ist? Ach so, er hat diesen Parasiten ja immer noch. Stimmt. Oh. Können wir hier was Neues gären? Ey. Wir haben auf jeden Fall ganz schön viele von den Kürbissen jetzt. Muss Emmeline das nur noch verarbeiten zu irgendeiner Suppe und dann ist gut. So, hier machen wir jetzt Pflanzen mal aus. Hier machen wir Pflanzen auch aus. Davon haben wir nämlich dann genug. Erstmal. So, Hope baut immer noch an den... Ne, das wäre wichtiger, wenn du forschst. Es ist echt wichtig, dass du forschst jetzt. Sie muss wirklich forschen. So, wir brauchen jetzt erstmal ein Haus. Weil, brace yourself, the winter is coming. Der Sommer ist schon halber durch. Holen jetzt. Das fängt erst an. Aber trotzdem. Die kann einfach nicht lassen, ne? Dass sie da hinten irgendwas immer anfertigt. Ah, Forsch. Forschmädchen. Moment. Aktivitäten. Studieren, erforschen. Ah, deswegen. Hope, immer das Wichtigste ist erstmal forschen. Plündern darf die gar nicht, ne? Was, wo ist er denn jetzt schon wieder? Achso, jetzt forscht sie. Ich dachte schon, hä? Wo rennt sie denn hin? So, Ken hat schon mal wieder was geplündert. Jetzt muss er das Geplünderte ja erstmal ranschleppen. Das heißt, wir haben aber jetzt... Wir haben schon mal... Galaxiemünzen. Ich habe echt keine Ahnung, was man mit Galaxiemünzen anstellen kann. So, düdüdüm, Rita hat Anbau 8 erreicht. Je besser halt diese Stufe ist, was die können, desto mehr, desto schneller geht es. Und desto mehr kriegen die dann auch raus. So wie ich das verstanden habe. So, da wurde auch noch nicht geplündert. Also Plünderpunkte haben wir hier noch mehr als genug.
Wir sind hier schon mal bei 7%. Das ist schon mal erforscht. Metallveredelung. Juhu! Ach nee, Crystal war immer die Forscherin, die ich mitgeholt habe, weil die konnten nämlich, die hatten nämlich dann manchmal so Durchbrüche gehabt. Und da hat die immer so 50% auf einmal durchgeforscht. Ja, hallo Lady! Hi. Grüß dich, mein Allerbeste. War mir jetzt nicht sicher, wie viele Eis da sind. So. Das ist jetzt auch fertig gewachsen. Das ist gut. Ja, ein bisschen LS-Feeling. Auch noch ernten. Und die drei gehen schon wieder schlafen. Und der Roboter muss wieder arbeiten. Naja. Gleich kommt. Gibt's eigentlich. Oder könnt ihr euch das vorstellen, dass dann für Roboter auch sowas entsteht wie Peter für die Tiere? So, keine Forschung. Ich weiß, die sollen nämlich jetzt dann da hinten das Gemüse erforschen. Da stehen. Hinten habe ich nämlich noch irgendeinen Busch gefunden. Seltsamen Busch. So, aber wir können jetzt endlich... Ah, guck dich das mal an. Leiter, Treppen. Weil man kann jetzt angeblich zweistöckig bauen. Was wird denn das da sein? Dann bauen wir das mal. Boden aus Holz. Was? Moment. Boden? Aus Heu? Aus Altmetall? Wieso nicht aus Holz? Kein Überlebender hat die erforderliche Fähigkeitenstufe. Also wir müssten jetzt irgendwas bauen, bevor wir das bauen können. Uff. Ja, das ist schön, dass ich das jetzt alles habe, aber keiner kann Raum ausstöcken. Was ist denn bitte schön ein Raum ausstöcken? Bauen wir jetzt mal drei Räume aus Stöcken. Das ist auch neu. Und moin, Weidi. Grüß dich, mein Allerbester. So, genau. Das ist neu. So, das sind Räume. Balkone, Wände, Böden, Fenster, großes Fenster, hohes Fenster, Treppen, Leitern? Okay. Halt, stopp. Gehen wir auf Aktivitäten bauen. Machen wir da zwei, machen wir da überall mal null hin. So. Ken weiß nicht, was er tun soll. Ja, dann... Nee, Ken, geh mal Steine kloppen. Weil wir brauchen auch Steine. Er studiert seltsamer Busch. Wie heißt denn der Seed? Der Seed heißt dreimal großes L. Ich habe jetzt dreimal auf L gedrückt. Weil mir fehlen Infos, welche Seeds es gibt. Und ich hatte mein Finger gerade da. Und ich habe Caps Lock gedrückt, also... So weit, so gut, hoffe ich. So, wirklich? Kennst du dich vielleicht mit diesem Spiel da aus? Kannst du mir sagen, wofür man den Mond am Anfang auswählen sollte? Ich habe jetzt den Chaos-Mond geholt, weil er... Chaos ist und rot und rund. Ich habe, glaube ich, 10 Stunden auf dem Spiel. Ich habe jetzt einmal, nee, 20, einmal durchgespielt.
Und dann kam schon jetzt das neue DLC raus. Also, War vielleicht nicht der beste Moment, das zu kaufen. Oder halt viel zu spät. Eins von beiden. Neue Ressource. Buttermelonenkuchen. Juhu. So, aber ich sollte hier wieder was erforschen. Ne? Die Fernreise. Früchtebusch. Der seltsame Busch trägt kleine, süße Früchte. Ich bin überzeugt, dass wir sie bedenkenlos essen oder zum Kochen verwenden können. Vielleicht sogar zur Weinherstellung. Ja, Weinherstellung. Da rennst du bei mir jetzt gerade offene Türen ein. Spiel. Böb. Giftige Asche? Wie bitte? Mit den Monden werden die Angriffe der vielen Tiere gesteuert. Oh. Das ist eine zusätzliche Schwierigkeitsstufe. Dann ist wahrscheinlich Chaos das Schwierigste. Ah ja, gut, okay. Ist nicht schlimm. Hier kommen ja keine Tiere. Hier kommen ja nur so komische Viecher, Drohnen. Das Konsortium, so heißt es. Neue Ressource, Antibiotika. Na, endlich gibt's Antibiotika. Kann jetzt Emmeline? Gesundheit? Okay, nee, kann nicht. Also, kann er selber Antibiotika essen? Müssen Antibiotika hier erstmal eingelagert sein? Fragen über Fragen. Giftige Asche. Warum fällt hier giftige Asche? Was soll der Quatsch? Und was wollen die Tiere in meinen Feldern? Alle abgeschlachtet. Alle zu Wurst verarbeitet hier. So, hier habe ich jetzt schon... Hier, der Wald, der hier stand, ist jetzt schon mal weg. Das ist schon mal... Da, wo ich hin wollte. Hab ich hier nicht eben noch ein Feld hingesetzt? Moment. Da, Früchtebusch. Düngen erlauben. Erforscht Fernreise, na endlich. So, da kann ich nämlich hier irgendwo einen Heißluftballon hinsetzen. Bumm. Oh! Ich empfange ein schwindendes automatisches Notsignal von einem abgestürzten Frachtschiff. Es enthält die Codes eines ehemaligen Mech-Herstellerkonsortiums. Das Signal wird schwächer. Ich kann versuchen, die Quelle zu triangulieren, aber das wird meine CPUs stark beanspruchen. Soll ich Zeit einplanen, um die Position zu bestimmen? Ja. Also wenn du jetzt hier fertig bist. So, wo rennst du jetzt hin? Okay. Scheinbar baut es einfach trotzdem wild weiter. Der Chaos ist schwierig. Du kannst die Beschreibung der Monde ungefähr entnehmen, wie regelmäßig und wie schwer die Angriffe sein werden. Okay, nee, jetzt macht das tatsächlich Sinn. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. So, hier, das schiebe ich jetzt da rein. Das schiebe ich dann da rein. Und das. Dann hat auf jeden Fall mal jeder eine eigene Hütte. Und in jeder Hütte kommt ein Ofen rein. So, bis ich dann irgendwann ein großes Haus baue. Nervenzusammenbruch, Rita? Was? Warum? Was stimmt mit dir nicht? Ach so, wir haben doch eine Dartscheibe, hallo? So, jetzt gibt es hier einen drinnen und einen draußen. Drinnen, draußen. Wieso geht Taub spazieren? Ach so,
Ich habe ja noch gar nichts hier. Das. Und das. Und das. Und Tee kochen. Und. Tierzähmung. So. Bumm. Dann forsch mal. So, die tragen schon mal die Sachen da dahin, die gebraucht werden. Das ist schon mal super nett. So, du. Besitzer Rita. Du. Besitzer Ken. Ja, was macht denn Emmeline da? Geh du was anderes tun. Nee, hier, Steine kloppen. Oder ist was meinetwegen. Also, Much. Felsbrocken abbauen. Zack. Hier auch. Abbauen. Dididin. Juhu, Emmeline kann mir schleppen. Seltsame Rufe. Bitte lach mich nicht. Bitte lach jetzt nicht, aber ich habe das Gefühl, dass mich irgendwas an einem Punkt jenseits des Horizonts ruft. Ein paar andere haben gemeint, sie hätten dasselbe erlebt. Eines haben wir alle gemeinsam. Wir sind nicht die Hellsten. Menschen mit hoher Intelligenz scheinen immun gegen diese Rufe, also sollten wir dem nachgehen. Ja, natürlich. Moment. Warte mal. Bau mal den Heißluftballon da. Bevor du hier irgendwas anderes machst. Und eine von euch, genau, Rita schicken wir dann gleich weg. Das verrottet in Kürze, das ist nicht schlimm. Hope hat endlich Bau 2 erreicht. Hope wird langsam der beste Mitarbeiter, den ich hier habe. Im Felde. So, Verteidigung habe ich immer nur noch Zäune. Wann kriege ich dann diese anderen Sachen? Muss ich auch erforschen? Fragen über Fragen. Ah, vielleicht unter Befestigungen? Uff. So, der ist fertig. Expeditionen. Rufherkunft. Da. Zack. Und da schicke mal Rita hin. Auf Expedition schicken. Und los geht's. Meine erste Expedition. Und das Silikagel wurde erforscht. Wo kann ich das herstellen? Anfertigen. Da, super. Silika bis 5. Grenzwert erreicht. Warte auf Arbeiter. Armbrust. Grenzwert erreicht. Das ist gut. So, hier. Gibt es nur Butter-Dingsbums und Meisterhaft. Können wir noch nicht oder wollen wir noch nicht können? Moment, kann ich denn schon den Tee kochen? Nee. So, hier werden nur Antibiotika gegärt und hier wird nur Pflanzenöl. Genau. Hergestellt. So. Tschö, Rita. Damit habe ich nur noch 2 Leute hier. Also wenn jetzt ein Angriff kommt, schlecht. So keine Verteidigung, kein gar nichts. Böb. Nicht genügend Stauraum. Für? Na gut, heu. Ist mir jetzt egal. Expeditionsentdeckung, Siliziumvorkommen. Der glänzende Stein beinhaltet etwas Silizium. Das wir abbauen und für die Produktion von CPU-Kernen und anderen fortschrittlichen elektronischen Komponenten verwenden können. Schaltet frei. Jo, gut, okay. Passt schon. Ach, da habe ich das hingesetzt. Ach so. Stimmt. Ich war mir doch sicher, dass ich das irgendwo hingebaut habe. So, einlegen haben wir jetzt erforscht. Das heißt, zack, gären, eingelegtes Gemüse bis 200. Okay, den ganzen Gemüse, ne, diese ganzen Buttermelonen, die kann ich jetzt, glaube ich, wegvergären. Weg einlegen, so heißt es. Ne? Ja, genau. Gruppe enthält, da sieht man dann, die lilanen Sachen, irgendwelche unteren Sachen, Pilze und halt diese Buttermelonen. So, jetzt werden die Buttermelonen da rausgeholt aus dem Lager und hier reingesteckt und dann vergärt das schön. Deswegen habe ich auch 5 von den Dingern da gebaut. Da wird nämlich viel mehr gleichzeitig hergestellt.
So, Nervenzusammenbruch von Ken. Warum? Da leg dich doch hin. Was war das? Ach, schon wieder ein Sturz. War ja klar, dass die jetzt kommen, ne? Dann hoffe ich mal, dass Rita da bald zurückkommt. 2 gegen 5 ist schon recht... Hope hat 4 erreicht. Oh nein. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's echt spannend. Rufherkunft. Die Rufe in mir wurden lauter, als ich ihren Ursprung erreichte. Und dort starrte mich ausgerechnet ein halb vergrabenes Buch an. Ich wollte danach greifen, doch mit einem sanften Wusch zerfiel es zu Staub. Ein Gefühl der Erleichterung überkam mich und ich wusste nun über einen besonderen Ort unweit von hier Bescheid. Komm fürs Erste zurück, wir werden später da hinschauen. So, dann haben wir jetzt Braun auch noch erforscht. Das heißt, hier, vorderstes Gärfass. Wir können auch noch Bier brauen, bis mal, sagen wir mal, 100 Stück davon haben. Ist doch wahrscheinlich viel zu viel, aber besser wie nix. So, Hope wurde noch intelligenter. Empfindungsvermögen auf 10% jetzt hoch. Cool. Wenig spaßige Beschäftigungen. Es ist dunkel. Ja, Mädchen, ich weiß. Ist halt eben so jetzt. So. Sie greifen an. So, Hope auch einberufen. So, eigentlich hier hinlatschen. So, gerade die mit der Pistole ist weg. Was ist eigentlich das da? Nichts. Da kommen sie gelaufen. Rita, beeil dich mit der Rückkunft. Versteckst dich mal da hinten dran. So, Feuer, 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 Feuer. Wie verfehlt. Nee, nee, schieß ruhig auf die. Au, 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 au. Die tun mir weh. Die tun mir schrecklich weh. Schreckliche Schmerzen. Nein, Ken, Ken rein da. Was ist denn mit dir? So, um Gottes Willen. Einberufung aufheben. Einberufung aufheben. Nee, 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 nee. Lustige Hope. Kannst machen, was du möchtest. Emmelin. Heile ihn. Egal, was du tust, heile ihn. Um Gottes Willen. Der arme Kerl. Blutet aus in 5 Stunden. Ja, ja. Blutet 18 pro Stunde. Also nicht schlecht. Oh. Also, er hat Stichwunden 2 Stück am Arm, eine Pfeilwunde, Stichwunde am Kopf, Stichwunde, linkes Bein, am Fuß, am Fuß. Oh, am Fuß hat er richtig viel. So, jetzt muss ich aber jetzt richtig Gas geben im Heilen, ey. Also der hat jetzt wirklich alles drin. Medizinischer Notfall. Ken. Nicht genügend Stauraum. Beschädigt. Wand aus Stöcken. Ja, das ist nicht schlimm. Behandelt. Oh, 14. Juhu! Emily hat Heilung 2 erreicht. Vor allen Dingen, Rita ist so gesehen die zweitbeste Heilerin. Neben Ken. Oh, schmerzhafte Narbe.
Das vergeht aber hoffentlich. So, Hope ist am Forschen. Hope, reparier das mal. Und dann baust du hier mal dem sein Häuschen fertig. Der muss ja jetzt hier länger liegen bleiben. Noch eine Pfeilwunde. Sehr schön. Gerettet. Das war aber ganz schön knapp, ey. So, jetzt kann sie auch essen gehen. Das ist mir jetzt Hupe. Bau mal hier fertig. Huiuiui. Das war jetzt aber ganz schön knapp. Und sie geht wieder forschen. Na gut, die zwei Sachen soll sie jetzt mal auch erforschen. Drei. Ne, zwei Sachen. Zwei Sachen soll sie jetzt erstmal erforschen. Oh, mach das mal weg. Weg. Soll jetzt erstmal weiter bauen. Teekochen wurde erforscht. Das bedeutet, hier kann ich nämlich jetzt Heißgetränke. Tee aus Rauchblatt, 50 Stück. Dankeschön. Jetzt kommt auch noch eine Hitzewelle. Drin? Draußen. Juhu, Rita ist zurück. Jetzt ist Rita zurück. Uff. Jetzt. Na, Ressource Leder. Oh, da hat es aber wirklich kein Fass gekostet, ne, ey. Ganz schön knapp das da. Gelegenheit für Hope. Expertise. Ich habe zu kürzlich das Space Web durchstöbert und eine ausreichende Anzahl an kostenlosen Unterprogrammen gesammelt, um eine detaillierte Datenbank für eine bestimmte Fähigkeit zu erstellen. Diese Datenbank würde es mir ermöglichen, Aufträge 2 bis 3 oder sogar 5-mal schneller auszuführen als erfahrene Menschen. Welche Art von Datenbank sollte ich mir deiner Meinung nach genauer ansehen? Die Baudatenbank, bitte. Boom. Und das bedeutet, dass... Ich habe die Koordinaten des Mech-Lieferschiffs erfolgreich trianguliert und sie in unseren Karten markiert. Ja, wunderbar. Moment. Expeditionen. Da besondere... Ah, da. Okay. Da scheint keine Zeit runterzulaufen. Das müsste ich... Wo bewegt es den Schlafplatz? Das ist jetzt der feste Schlafplatz von Emily. So, sie baut jetzt noch das Ding noch fertig. Und dann bauen wir da vielleicht ein Bett rein. Also ich habe 426 Stoff. Möbel, Bett, Holzbett aus Stoff. Ja, warte. So, so, so. Puh, also es ist jetzt, knapp. Achso, und ich kann hier auch noch, zack, das aktivieren. Also, das ist eigentlich immer nur ausgeblendet. So, jetzt hat jeder mehr oder minder erstmal ein Häuschen. Hope hat jetzt Bau 3 erreicht. Das heißt, ich kann jetzt... mit Boden anfangen. Genau, Boden aus Holz. So. 16. 8 mal 16. Und dann kommt hier das hin. Bedeutet natürlich, dass wir jetzt viel zu wenig Materialien haben. Also Holz vor allen Dingen. Und müssen wir jetzt in der Verteidigung... Nee. Immer noch nicht. Was ist denn hier? Ah, da. Boom. Mach mal. Und... Nee, nein, nein, nein. Warte, warte, bevor du anfängst. Hör auf.
Schneiderei. Dann das. Weil den geht jetzt bestimmt bald auch die Klamotten zu Neige. Oh. Vielleicht sollten wir mal die Angreifer da mal looten. Dich plündern. Und dich plündern. Ken? Wo ist Ken? Kümmert sich um Herd. Nee, du kümmerst dich jetzt hier um Plündern. Puh. Habe ich hier eigentlich irgendeinen pausiert? Ja, den habe ich pausiert, den habe ich pausiert. Und den kann ich dann, glaube ich, auch mal pausieren mit Pflanzen, die er erstmal nur erntet. So, wir haben Ersatzteile und nochmal Essen für Hope. Kümmert sich um Herd. Warum kümmert sich um Herd? Was hat der denn am Herd zu tun? Nix. Genau, Rita trinkt jetzt erstmal schönen Tee. Stritt sich mit Ken über Kampftaktik. Ja gut, okay, kann man ja mal machen. Ding. Ja, jetzt kommt nämlich alte Ausrüstung. Wir bräuchten eine Schneiderbank und so Zeug, um... Oh. Bis mal 20 davon haben. Moment. Ersatzteile, Verbände, Speer, Kurzbogen, Armbrust, Silika, Heilsalbe. Dann noch Ersatzteile. Bis mal 10 haben. Tierfette bis mal 100 haben. Anfertigen. Raucherpfeife bis mal 20 haben. Raucherpfeife, Pflanzenleder bis 100 und anfertigen. Fraß. So. Passt? Passt. So. Das wäre es aber für die Folge hier. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, Kommentar. Ihr kennt es ja, Abo sowieso und über Unterstützung bin ich auch noch froh. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.